alle Osterlieder, liebe Gemeinde, haben eine hoffnungsvolle Botschaft. Und vielleicht kann man diese Botschaft so zusammenfassen. Wir werden im Sterben nicht ins Nichts versinken, sondern in Gottes unendlicher Liebe geborgen sein, so wie sein Sohn Jesus Christus. Darauf dürfen wir vertrauen, wann immer uns das Leben an unsere Vergänglichkeit erinnert, besonders jetzt in dieser Pandemiezeit. Stets empfängt uns Gottes Liebe, auch dann, wenn sich unser irdisches Leben dem Ende zuneigt und wir einst ins himmlische Reich heimgerufen werden. Gerade die Botschaft des Ostermorgens möchte uns in diesem Glauben an Gott, den Freund des Lebens, bestärken. Sie schenkt uns Trost, sie schenkt uns Hoffnung und Zuversicht. Beten wir für alle, die es nicht leicht haben, die traurig oder einsam sind, ja, die Angst verspüren. Denken wir an die erkrankten Menschen und an diejenigen, die sich um sie kümmern. Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein gesegnetes Fest der Auferstehung Jesu. Mögen Sie sich von der Osterfreude beschenken lassen. Ihr Pfarrer Wolfgang Fuchs.